Ich bin der Remo. Mein Alter ist bald 77 Jahre. Bestuhlt. Familienpap von drei Kindern. Auch schon Großpap. Ich bin Autosmechaniker gelehrt. Und ich bin so ein, ich habe Geld wie zu leben und ich lebe nicht wie Geld. Wenn ich noch Premier wäre von haut doch mal, Ugol, ich wäre lo. Wenn ich meine Regierung zusammen hätte, dann gehe ich so, kommt mir holen als alle Guten, mich abgab, mal nicht so wichtig. Aber kommt mir gucken mal auf die Klangsachen an unserem Land. Platz, dass wir so groß ausscheren an die Welt. Und wir vergessen es so bei oft selber. Aber wenn ich glaube, nicht die Leute viel erzählen oder versprechen, wird man sowieso nicht können anhalten. Zwei Sachen fallen mir ab, dass viele Leute an Deutschland finden gehen, für was. Ich weiß es, wenn es der Preis ist. Und ich von unseren Politikern, ja, die kommen vom selben Rimm. Was ja gut nicht stimmt, dass das einfach für die Leute hier letztlich ihnen egal was erzählen. Die gehen da hin, auch aus Not, weil sie dafür, ich finde, wenn ich gehe Beispiel 350 Mill, können die schon ein schönes Leisten, wo sie mal direkt können, drauf wohnen gehen. Ich finde da mal zu gekriegt, dass wir an der Moyen 12.000 Ausländer kommen, die wollen hier in Lützburg aussässig gehen. Wo gehen wir die Wunderste für die sich, wenn ich ausrechne, dass auf 12.000 Jahren einfach eine Familie mit vier Leuten ein Koppel mit zwei Kannen. Das gibt schon all Jahr 3000 Wunschten, die uns fehlen. Wo komme ich überhaupt noch für die Leute hier am Land zu befriedigen? Das dem Militär, das ist ja Rat ohne Ende, wo wir nie durchkommen. Und das ist, da machen wir drin, wie so bei vielen Sachen, wir laufen immer der Kutschhannen drin, aber wir kommen nie noch. Da kriegen wir nicht ein großes Problem. Es geht gesund, wir brauchen Arbeitskräfte. Ja. Was stellen wir zum Beispiel an, wenn Lenzfeller die Sohn industriell durch bei Eselburg vergrößert wird, da werden dann 90% Geld schaffen. Schaut, der gesagt, die kommen für eher Pensionen zu holen. Sind ganz mit d'accord. Ich weiß noch nicht genau, ob 100.000 Pensionäre, wie viel Leute muss schaffen, für uns Pensionen zu bezahlen. Ich könnte zwar wissen. Und wenn die Leute mal ein Jahr noch 20 oder 30 Jahre in Pension gehen, da muss man auch schon Millionen Leute schaffen, nur für denen ihre Pensionen zu bezahlen. Also müsste schon lange etwas um Pensionssystem geändert sein. Da kommen wir nicht mehr raus. Ich gehe doch nicht mehr heimgehen, wenn ich 20 Jahre oder möglichst an Pension zu mir bezahlen. Dann natürlich. Landstraßen, Landfähre, mit den neidlen Flaschen, Büchsen, alles werden da gesagt. Wir könnten mal so aufhängen, vielleicht. Alle gönnt die Plastikflaschen, die lernen Stoße leihen. Leihen natürlich auch viel Blechen, aber immer. Wenn ihn du geht Pfand drauf machen, da geht die Leute vielleicht zurückdrehen an das Geschäft, weil wenn ihn so eng tut, wie die Blut tut, dann wenn das lauter Pfandflaschen wären, ob immer noch sie bei 15, 16 Euro. Sie können sich auch Landstrohs leihen lassen. Träg dich, weil das sind Leute, die sammeln, die nicht viel zu an der Tasche. Ich würde zwar genug so, aber ich geht's zu gut abrafen, sondern in Schnittchen eher für 10 Cent sich zu becken. Da werden wir viel mit Proppen Landstrohsen an einem Busch fähren, als sie hier drehen. Hört sich so gewinnt, so ein bisschen, das fliegt da weg. Das fliegt an die Natur. Ich wäre 100% dafür, dass das angefangen wird, wie ob so Sachen Fun zu machen.